Herzlich willkommen, liebe Freunde des geflickten Gamings, zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, Airline Tycoon Deluxe. Es ist ein Spiel, was ich privat so oft gespielt habe und so gerne gespielt habe. Vor allen Dingen dann, wenn ich meistens aus dem Urlaub zurückgekommen bin oder ja, ich wusste, ich fliege in Urlaub. Oh, da kommt schon die Flieger. Das ist so Bildschirmschoner. Wenn man hier zu lange rumdödelt, kann das ja sein, dass wir gleich nochmal kommen. Deswegen habe ich gedacht, ich habe Bock, das Spiel zu spielen, weil ich es unheimlich gerne gespielt habe. Ja, und deswegen machen wir das heute auch zusammen, würde ich sagen. Also, Airline Tycoon Lux von 2003, ja, von Spellbound. Wir haben es schon eben im Intro gesehen. Das Intro, das sagt schon, wir haben vier verschiedene Leute, die wir spielen können. Also einer von den vier Leuten können wir uns aussuchen. Meistens habe ich den Igor, wie heißt er? Keine Ahnung, ich werde vergessen. Den Roten auf jeden Fall immer genommen. Ja, Ziel ist es letztendlich, eine Airline zu führen, die erfolgreich zu führen, die anderen auszubooten und ja, sehr witzig gemacht mit dem Comic-Stil, werdet ihr es auf jeden Fall schon sehen. Ich mache erstmal 5, 6 Folgen oder so und dann gucken wir mal, ob ihr Bock habt, wie die Resonanz so ist. Auf jeden Fall, ich liebe es. Und ich habe mich da extra für den Startflughafen für Frankfurt entschieden. Ich glaube, Default steht hier immer auf Berlin. Das sind also die ganzen Flughäfen, die im Spiel vorkommen. Die Deutschen sind halt Frankfurt und Berlin, also Berlin und Frankfurt, so in der Reihenfolge. Sonst gibt es keine weiteren Flughäfen. Das sind also alles die Flughäfen, die im Spiel vorkommen. Ich gehe jetzt gerade einmal durch, könnt ihr euch angucken oder halt auch nicht. So, was wir machen auf jeden Fall, ich habe mir den Startflughafen Frankfurt ausgewählt, weil ich dieses Jahr nach New York geflogen bin, von Frankfurt aus. Ein richtig geiles, also richtig geiler Urlaub war das. Top, danach noch schön, ach ist egal. Will ich euch nicht neidisch machen, wenn ich dran denke, werde ich ein bisschen wehmütig, dass ich jetzt hier wieder in diesen grauen Landen bin, obwohl ist ja auch schön hier. Naja, wie dem auch sei, wollen wir mal ein freies Spiel starten. Und zwar, genau, das sind die vier Kandidaten, die es hier in dem Spiel gibt. Tina Cortez von Sunshine Airways, Abkürzung SA. Dann den Siki Sorglos von Falcon Lines. Dann hier, ihr seht schon, ja, genau, London Silver. Deswegen scheiße, jetzt weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt. Igor Tupolev? Topo. Schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr das kennt. Ich würde es auch gleich googeln, aber jetzt gerade in dem Moment weiß ich leider nicht. Genau, und dann den Mario Zucchero, der ein Zuckerschnäuzchen, ne? Mit seinem, ist voll witzig mit der Biene. Das sind also die vier, die versuchen, die Gunst der Fluggäste, der ja, Passagiere zu buhlen. Ich, wie gesagt, nehme immer den hier, weiß auch nicht warum, weil ich glaube, Rot ist meine Lieblingsfarbe. Der Deutsche ist eigentlich eher hier, Siggi Sorglos, ja, aber wir bleiben einfach mal hierbei, würde ich sagen. Damit ich einfach nicht nachher ins falsche Büro laufen, weil es einfach Gewohnheit ist. So, wir machen also ein Freispiel, starten von Frankfurt aus und ich wünsche euch, genauso wie mir, viel, viel Spaß bei Airline Tycoon Deluxe. Los geht's, einen Moment. Und da kommen sie schon, die vier Kandidaten, so ein bisschen im Google-Style. Haben sie abgesprochen mit den Farben, laufen jetzt erstmal zum Chefe. Jeden Morgen einmal zum Rapport. Das ist die Flughafenleitung. Ah, Sie sind also die neuen Tycoons. Interessant. Dann will ich direkt etwas klarstellen. Ich werde hier nichts dulden, was meinen Flughafen durcheinander bringt. Also, achten Sie darauf, was Sie tun. Gut, das wär's dann. Wir sehen uns morgen früh pünktlich 9 Uhr. So, ein strenger, aber fairer. Und wir haben schon Post. Das ist unser Büro. Und ich fange erstmal ein bisschen seicht an. Normalerweise müsste man jetzt schon ein bisschen Gas geben. Genau, Post, willkommen bei Airline Tycoon, dabei finden Sie Broschüre, wie gründe ich erfolgreich eine Fluglinie, Handbuch von blalalalalalalala und tschüss. Genau, das brauchen wir nicht. Wie gesagt, das ist unser Büro und wir sind Ihr Imchen hier. Wir haben bereits zwei Flugzeuge, die ich gerade auch mal zeige. Das ist halt die Erfurt, die wir besitzen, so sieht sie aus. Und das ist die, Moment, so, und die Kassel, weil wir, genau,
Die erste Klasse müssen wir verkleinern. Jetzt schon mal ein kleiner Fun Fact. Wir wollen keine erste Klasse haben, damit wir mehr Passagiere befördern können. So, deswegen stelle ich das gerade immer als erstes um, bevor ich es nachher vergesse. So, 9:30 Uhr, die Zeit läuft also weiter. Wir haben einen ganzen Tag Zeit. Das ist unser Final Facts und wir haben ja schon zwei Aufträge. Deswegen lassen wir uns nicht lange quatschen. Und was ich auch immer gerne mache, ist die Flugzeuge umbenennen. Ja, da würde ich jetzt die hier nämlich benennen. Die Erfurt, die heißt dann, blöd gemacht. Moment, die Reichweite hat diese Erfurt und Passagierzahl 240, die würde ich jetzt erstmal umbenennen in 240 und 6400, das habe ich vergessen, 4455. Dann sehe ich nämlich mal auf einen Blick nachher, wie die, ja, was die alles kann. Und besser wäre es, sehe ich gerade, wenn ich das halt noch ein bisschen schöner mache. 240, 6. Das geht nicht. Dann machen wir das so. 6455. Ja. Und das machen wir bei der Kassel genauso. 168, 3870. Nicht so viel. Zack. Okidok. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal die Aufträge. Also von Frankfurt nach Amsterdam, keine Strafe, ist okay, wir können ihn theoretisch wegwerfen. Aber wir machen das natürlich nicht. Wir versuchen alles zu fliegen, was es geht. So, das passt. Und was ist hier? Hier sind auch nochmal 90 Passagiere. Ja, damit wir aber beide Flugzeuge mal im Einsatz haben, machen wir das mal. So, da ist kein Gate frei. Das sagt das Rote aus. Hier ist kein Gate frei. Kein Gate frei. Das wird mal häufiger passieren. Gate-Auslastung konnten wir auch, glaube ich, auch noch irgendwo sehen hier. Da, Gate-Auslastung, genau. Und da sehen wir schon volle Pulle. Keine Chance, deswegen müssen wir das ein bisschen verschieben. Nach vorne geht nicht, also zurück, zack. So können wir das starten. Okay, Freunde. Zwei Aufträge, die wir schon mal haben. So, wir werden nach und nach die ganzen Lokalitäten hier mal durchgehen. Wo wir jetzt als erstes hingehen, ist, zack, ins Personalbüro. Da gucken wir mal gerade. Fräulein Selig? Hallo Boss, hier sind die aktuellen Bewerbungen. Welche möchten Sie? Flinke Finger, entschuldigt Leute. Ob wir Berater finden, weil Auftragsanalysten sind immer wertvoll. Ich suche Deswegen Berater. schauen wir uns die mal an. So, drei. Sieht ein bisschen aus wie dieses Facebook-Like hier so. Aber das 2003 gab es noch kein Facebook. Drei Berater gibt's. Personalberater, ja. Auftragsanalyst, hochbegabt. Leute, es ist wirklich, es höchst begabt gibt es noch das Genie. Ja, Flugzeuganalyst. Können wir uns auch schon einstellen. Ja. Wir werden zwar, nee, komm, wir werden noch keine Flugzeuge kriegen. Ich stelle normalerweise aber immer sehr viel ein. Hier, ihn nehmen wir auf jeden Fall. Den Mann, Fred, Altmann. Okay. hochbegabt. Der zeigt uns an, was oder wie toll die Aufträge sind, die wir gleich kriegen werden. So, es gibt auch immer Shortcodes. So. Das ist der Flughafen. Ich finde die so richtig geil. Muss ich kurz sagen. Ich finde das immer richtig schön bei diesem Flughafen, dass man die Atmosphäre irgendwie so einfängt. Ich finde das total geil. Die Leute laufen hier rum. So, jetzt können wir gucken, was passiert heute hier. Wir sehen, aha, 15 Uhr und 13 Uhr sind wir, 12 Uhr und 13 Uhr die und Ankunft 16 Uhr, ja, Falcon Lines. Okay, so viel dazu. Jetzt gucke ich mal gerade hier im Air Travel Reisebüro. Da kriegt man Aufträge, wie wir sehen können. Zack, hier. Da können wir gucken. Und jetzt unser Auftragsanalyst unten hier, er hier. Da war eine Spinne. Kommen wir später auch noch zu. Der zeigt uns halt immer an, wie gut die Aufträge letztendlich sind. Und hier auf der Karte, ne, hier, ne, da sehen wir, ob die Flugzeuge das überhaupt können. Also wenn sie rot markiert sind, ja. Wenn sie grau unterlegt sind, geht das leider nicht. Können wir also nicht fliegen. So, jetzt haben wir hier Atlantis Frankfurt, ist okay. Frankfurt Zürich, ja. Bis Dienstag, die Prämie ist nicht besonders. Ja. Können die hier nehmen? Können wir einteilen für morgen? Atlantis Frankfurt. Das weiß ich natürlich jetzt gerade nicht mehr, weil ich so viel gelabert habe. Ich mache mal Shortkey gerade. Geht. B für Büro. Für Büro. Da können wir immer sehen im File Effects nochmal, wo die Aufträge wo sie sind. Wir sind in Moskau landen wir und wir sind dann nach Amsterdam. Also. Logischerweise wäre es, wenn wir von Moskau und von Amsterdam Flüge kriegen würden. Das wird oft nicht funktionieren. Also wir werden auch Leerflüge haben. Jetzt mache ich mal hier mal Doppelklick. Wie Leerflüge werden wir haben, das wird sich nicht vermeiden lassen. Aber ich versuche natürlich, das weitestgehend zu optimieren. Auch allein schon wegen der Nachhaltigkeit, die natürlich bei diesem Spiel jetzt nicht gegeben ist.
weil wir mit Flugzeugen hantieren. So, gehen wir mal weiter. Was gibt's hier noch? Hier sieht man halt, ja, Gepäckabgabe, also wie am normalen Flughafen. Hier sieht man also schon Frankfurt, Amsterdam, 13 Uhr, das sind wir. Da wird ein Flieger von uns starten, sehr schön. So, und hier gibt es noch ein weiteres Reisebüro, wo man halt Aufträge bekommt, das Last-Minute-Reisebüro. Diese Aufträge sind meistens kurzfristiger, ne? Last-Minute, wie der Name schon sagt. Dafür sind sie aber hochpreisiger. Allerdings, ihr seht schon hier, der erste, den ich aufgreife, Kapstadt, Johannesburg. Wir müssten den heute von Kapstadt nach Johannesburg fliegen. Die Chance, hier was zu kriegen, ist meistens sehr gering. Aber nichtsdestotrotz, schauen wir uns das auch mal an. So, die Prämie ist gering. Ja, Bermudas, okay. Ja, alles weit weg. Madrid, keine Vertragsstrafe, die nehme ich immer gerne mit. Dann gehe ich dann wieder rein, um dann zu gucken, was ist danach gekommen. Zum Beispiel hier Frankfurt-Helsinki. Ja, Prämie ist nicht besonders, okay. So, des Weiteren gibt es hier noch das Museum, da gehen wir auch irgendwann mal rein. Hier gibt es noch einen schönen Getränkautomaten und hier gibt es noch den Frachtbereich. Ich frage mich allerdings gerade, warum das hier so eisig ist. Ich weiß nicht, ob das zur Jahreszeit sich anpasst. Wie dem auch sei. Wir gehen mal rein und gucken mal, weil normalerweise ist das hier immer recht grün. Hier gibt es Frachtaufträge, die wir noch fliegen können. Die sind meistens hier in Tonnen, wie man sieht, angegeben. Die berechnen sich halt dann, wenn wir ein Flugzeug haben, was so viele Tonnen fliegen kann, ist es gut. Meistens müsste man zwei-, dreimal fliegen, dann relativiert sich das Ganze wieder und es ist nicht mehr so lukrativ. Und witzig ist auch er hier, wenn man ihn zum Beispiel jetzt hier anklickt, zum Beispiel den Kleber, der hier liegt. Hey, den Kleber brauche ich noch. Man kann also mit den Leuten so ein bisschen interagieren. Die Frachtpapiere hängen noch an der Kiste. Sorry, aber ich habe jetzt noch zum Ton. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Okay, hier ist also auch nichts für uns dabei. Ich glaube, der erste Tag so ein bisschen zeigen, was hier geht. Dann können wir hier oben noch gucken, wie viele Passagiere wir transportiert haben. Das ist auch noch ganz witzig. Kostet mich einen Dollar. Wir haben ja hier einen Dollar, genau. Und da sehen wir 9. beförderte Passagiere alle gleich. Keiner voran, außer Falcon Lines. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. So, was gab es hier noch? Gab es hier noch irgendwas? Nö, ich glaube, das war nichts mehr. So, dann sind hier die Gebäude der Konkurrenz. Da würden wir jetzt nicht reingehen. Da hier jetzt von der Tina Cortez. Das hier von Ziggy Sorglos. Dann gibt es hier noch Werbeagentur, wo wir Werbung schalten können. Da gehen wir später auch mal rein. Ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. So, dann können wir hier. Oh. Dann gehen wir hier hoch, genau. Ist ein bisschen versteckt, also das sieht man so nicht, ne? Habe ich auch erstmal beim ersten Spielen damals also überhaupt noch nicht gecheckt. Ist aber wichtig, weil Sicherheit geht vor. Weil hier ich kann man. Ihnen einen guten Tag, mit Sicherheit. Aber das wissen Sie nicht von mir, okay? Die Sicherheitsbedingungen einstellen. Was wichtig ist, die Gegner wollen einen manchmal auch, ja, nicht ganz fair aus der Bahn kicken, deswegen. Fragen wir mal, was er machen kann Schönes für uns. Schönes Büro. Was machen Sie denn so? Safe and Secure Limited sorgt für Sicherheit. Wir sichern, überwachen, beobachten, alarmieren, was immer Sie wollen. Mit uns ist Ihr Geld sicher weg. Sicher angelegt. Was möchten Sie überwachen lassen? So, gucken wir mal. Ich hätte gerne etwas mehr Sicherheit. So, wir lassen auf jeden Fall das Büro überwachen, sonst können wir gar nichts machen. Ich mache immer am liebsten eigentlich schon alles. Routen haben wir noch nicht. Verwaltung, ja. Flugzeug von innen und von außen. Okay. Ihr seht die Kosten, aber es lohnt sich. Und die Gates, ja. Ist halt so. Route haben wir noch gar nicht. Deswegen brauchen wir eigentlich noch keine Route machen. Route ist dann so diese serienmäßigen Flüge. Das heißt, immer von A nach B fliegen in einem gewissen zeitlichen Ablauf. So, habe ich das jetzt bestätigt? Warte mal. Ja, doch, habe ich. Alles klar. Müssen wir machen. Ist auf jeden Fall sinnvoll. So, dann gehen wir gerade zum Chef rein, weil der Chef hat immer Postkarte, an der Pinnwand hier nicht nur die Postkarte, sondern auch eine Niederlassung, die wir kaufen können. Ankara. Und dann nehme ich immer, sorry Leute, ich nehme immer alles mit. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, damit ich nachher wirklich dann bequem anrufen kann. Ankara, hast du was für mich? Und hier die Postkarte können wir mitnehmen. Jetzt habe ich die hier in meinem Inventar, meinem Slot. Und hier ist auch immer eine Fliege, die wir ärgern können. Hier können wir Gate erweitern, was wir aber noch nicht können, weil wir uns erstmal beweisen müssen. So, hier haben wir dann die Routen, die ich eben meinte. Meine Lieblingsroute, wer hätte das gedacht? Ah, New York, Frankfurt. Das ist meine Lieblingsroute. Ja, mittlerweile. Also der Urlaub war echt gut. So, dann gibt es hier noch eine kleine Route. Also ihr seht schon, das lohnt sich momentan noch nicht. Dann können wir hier die Büroklammer mitnehmen. Ich weiß natürlich alles, wofür es ist, aber... So, und wir gehen mal unten in Duty-Free-Laden rein.
Noch ein bisschen shoppen. Kann ich nicht schaden. So, also. Dann würde ich mal sagen, das Handy ist leider, das Notebook ist leider ausverkauft. Das ist aber wichtig. While, dann können wir uns den Weg ins Büro ersparen. So ein Terminplaner, ja, weiß ich nicht. Habe ich nicht so gerne. Was ich immer gerne habe, ist dann hier so ein Telefon. Zack, wunderbar. Kostet halt ein bisschen was, aber muss halt sein. Und morgen gucken wir nochmal nach Notebook. Das ist auch, also erleichtert die Arbeit ungemein. So, gehen wir nochmal ins Büro. Nehmen wir mal den Shortkey. Gucken wir mal gerade, wie es so läuft, wie es so aussieht. Ja, hier haben wir noch den einen Auftrag. Für wann ist der? Der ist für Moskau, ja. Und die Kassel landet in Amsterdam. Ja, ich setze sie mal hinten dran, damit wir es wenigstens über Nacht noch machen. Wir könnten ja noch einen zweiten Auftrag kriegen über Nacht hier von Moskau, versuchen, irgendwas rauszukriegen. Okay. Dieses ins Büro laufen ist ätzend, weil wenn wir ein Notebook haben, können wir das einfach hier auswählen. So, Madrid, Frankfurt. Nö, Paris, Frankfurt, ja. Ich bin aber sehr skeptisch bei sowas hier, den ganzen Aufträgen. Samstag, Frankfurt, Berlin. Ja, sparsames Flugzeug, weiß ich nicht. Ich glaube, so sparsam sind unsere Flugzeuge am Anfang schon, aber die Prämie ist halt sehr mau. In Atlantis. Also die Prämie eigentlich ganz gut. Wir nehmen das einfach mal mit und gucken, was nachgekommen ist. Das ist immer wichtig. Bis Dienstag. Warschau nach Frankfurt. 180 Leute. Ja, komm. Diese Biss-Dinger, die kann man immer machen. Die kann man immer einteilen, einsetzen, halt, wann man lustig ist, halt, bis zum Tag X. Das heißt also immer ein bisschen flexibler. So, ihmchen hier, Frankfurt. Da, da, da. Zum Beispiel könnten wir ihn jetzt hier reinsetzen, bis Warschau. Das ist halt von der Leerflug, den wir machen müssen, von Moskau nach Warschau. Und dann können wir dann nochmal, ja, verdienen wir nicht so viel. Aber wenn man das jetzt so betrachtet, hier der Leerflug 26.000 minus, haben wir hier fast 80.000. Machen wir da. Und hier machen wir auch 80.000. Also das ist schon okay, aber ich mag diese Leerflüge nicht. Die versuche ich halt nachher auszumerzen. Oh, 149.000, das ist gut. Und kostet auch, ja, dann haben wir 140.000 im Schnitt hierbei gemacht. Dann müsste man noch gucken, ob wir das finden von Frankfurt aus morgen. Dann könnten wir das nämlich auch noch schon reinsetzen. Frankfurt. Ja, alles klar. Nehmen wir die. Ja, das ist Sonntag. Das ist. Was? Nein, ich habe gebummelt. Ach nö, jetzt haben sie zugemacht. Schade. Na gut, dann gehen wir nochmal auf zur Flughafenaufsicht. Da mache ich immer gerne nochmal zum Schluss. Guck, ob wir da noch die führenden Personen sind. Ärger die Fliege. So. Ach, schade. Naja, vielleicht können wir den hier noch mal ein bisschen versetzen. Atlantis. Machen wir den noch mal raus, weil 4 Uhr morgens. Wie viel bezahlen wir hier? 23.000 und 121.000 machen wir. 26.000 und da, dann müssen wir das andere Flugzeug leider nehmen. Ja, dann machen wir doch ein bisschen mehr. Alles klar. Dann fliegt es für uns halt. Ne? 168 Passagiere. Ja, halbe Stunde bis Feierabend, das ist auch gut. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zur Flughafenaufsicht. Da war da einer drin. Nein, wir sind immer noch die Führenden. Okay. Jetzt speichere ich mal ab und ihr könnt schon sehen, dass ich ein bisschen gespielt habe. So, und wir nennen das mal Let's Play. Machen wir mal eins. So, einmal speichern. Okay, Freunde, der Tag geht zur Neige und jetzt können wir gleich sehen. Ich kann auch hier draufklicken, dann geht es ein bisschen schneller. So, hier kann ich zum Beispiel draufklicken mit rechts. Ja, da fliegt die Zeit ein bisschen. Dass wir dann noch eine Abrechnung kriegen, wie viel Geld wir jetzt machen über Nacht. Und? Oh, 1 Million. Ja, das liegt daran, weil wir die, ja, letztendlich die Sicherheitsbestimmung gemacht haben. Aber wer weiß, wofür es gut ist. Das erfahren wir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Und wie ich sehe schon, wir haben 540 Passagiere geflogen. Nicht schlecht. Wir sind allerdings nicht, 516 soll das sein oder 576. Ich kann das immer schlecht erkennen. Ah, das ist eine 7. Okay. Weil hier ist eine 1. Okay. Na gut. Dann sind wir halt mindestens auf Platz 3 von 4 und nicht letzter wie, ja, Sunshine Avis. Also Passagiere zu befördern ist wichtig, weil man dadurch sein Image steigern kann. Wenn man Fracht fliegt, dann kriegen die Leute nicht mit. Da
kriegt man vielleicht gut Geld, aber wie das halt so ist, die Leute checken nicht, dass wir eine gute Fluglinie sind. Und das wollen wir machen. Wir wollen das Ziel haben, dass wir alle anderen ausbooten, was ich eigentlich immer schade finde, nachher weiter alleine weiterzuspielen, aber wie dem auch sei, das ist das Ziel des Spiels und des Let's Plays. Ich glaube, wir werden so mal, wenn ihr Bock drauf habt, ja, so 25, 30 Folgen werden wir machen davon. Also von daher, das ist natürlich auch ein bisschen repetitiv, allerdings macht es sehr viel Spaß und schafft Atmosphäre. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Falls dem so sein soll, Daumen nach oben wäre nett. Falls du nichts mehr verpassen möchtest, einmal abonnieren und die Glocke bedienen, auf die Glocke klicken, dann kriegst du sofort Bescheid, falls oder wenn die neue Folge rauskommt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Ciao.